Los. Ja, wunderschönen guten Abend. Hier ist mal wieder der FF mit dem samstäglichen Verantwortungstreff, wo wir nach dem Motto verfahren, wir reden über viel im Leben, warum nicht einmal die Woche über das Verantwortungsthema reden, ein Stündchen oder zwei. Und wir sind normalerweise in der letzten Zeit ein kurioses Terzett. Und zwar ist das der Dylan, der Louis und ich. Und der Louis hatte mir mitgeteilt, dass er heute vielleicht später kommt. Der ist in Berlin schon aktiv. Ich habe ihn dahin geschickt, um ein bisschen vorzubereiten, dass es ja mit der Revolution da auch weitergehen soll. Zeltcamp, Widerstandszeltcamp gegen die Willkürmaßnahmen der Regierung. Ja, der kommt also später dazu, weil er da noch zu aktiv ist. Aber Dylan und ich sind schon da und das ergibt bestimmt auch ein lustiges Gespräch, was wir schon führen können. Damit gebe ich dann mal auch direkt an den Dylan weiter. Ja, ich gucke jetzt erstmal nach dem Bild. Du warst eben war ÖFF eingeblendet. Jetzt bin ich kurz eingeblendet. Aber ich gehe dann jetzt wieder von meinem Foto weg auf die Sachthemen. Ja, und zwar, was mich halt sehr stark beschäftigt, ist ja das neue Projekt, eine Fragpartei, eine freie Argumentekulturpartei, die in ihrem Parteiprogramm sich auf die Wichtigkeit der freien Argumentekultur bezieht. Das ist dann der zweite Satz der Verfassungsänderung für die Präambel, also die quasi der zweite Satz in der Verfassung, den wir anstreben wollen, ist dann der Hinweis auf die freie Argumentekultur. Auch vielleicht zu ergänzen, freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Aber wir haben sie das Projekt jetzt ganz bewusst ja genannt, die kompetente Partei des Gemeinwohls. Ja, die kompetente ist die Abkürzung und darunter dann auch noch Partei des Gemeinwohls und dann gibt es noch eine Abkürzung, Kompetenz minus Partei. Ja. Und die Seite im Internet ist auch eben Partei, Kompetenz, die kompetente.beepworld.de. Die kompetente.beepworld.de. Ja, und wir hatten ja, unsere Professoren hatten ja bei einer simulierten Bundestagswahl 56% der Wählerstimmen erreicht. Aber das war natürlich eine gute Situation. Ein hochseriöses Meinungsforschungs-, Marktforschungsinstitut mit entsprechendem Styling der Räumlichkeiten. Dann wurde unser Vertreter präsentiert als möglicher zukünftiger Kanzlerberater. Und das Ganze hatte so eine Atmosphäre, so des Offiziellen und des Hochkarätigen. Das Schlimme ist, dass wir in diesem kapitalistischen System ja da gar nicht hinkommen. Ne? Also das heißt, die Leute haben eine ganz andere Offenheit und Akzeptanz, wenn etwas solch einen Rahmen hat wie Maischberger, Anne Will, Maybrit Illner, Tagesschau und so weiter und oder solch ein renommiertes Marktforschungsinstitut und so weiter. Das macht was her sozusagen. Und da reagieren die Leute viel aufmerksamer und dann auch viel positiver und reagieren dann mit diesen 56% der Wählerstimmen. Und an diese Leute, wie sie dort in dieser repräsentativen Wählerstichprobe waren, kommen wir sicherlich gar nicht ran. Also deswegen kann es sein, dass wir das gar nicht schaffen können, weil die Situation einfach im Kapitalismus die ist, dass nur wer viel Geld hat, überhaupt in den großen Medien auftaucht und alles andere gar nicht auftaucht in den großen Medien oder sehr selten auftaucht. Ne?
Und deswegen kann es sein, dass es da schwierig wird. Aber ich bleibe optimistisch und wechsle jetzt über zum Zweckoptimismus, indem ich erzähle, ja, was ist mit dieser Partei des Gemeinwohls, die kompetente Partei des Gemeinwohls, übrigens auch auf unserer Homepage nexts4f.de oder nextscientistsforfuture.de ist das alles anklickbar, ja. Und ich wollte heute mal erzählen, anfangen damit, dass ich kurz erzähle, wie zum Beispiel meine erste Entwicklung einer Gesundheitsreform in Deutschland ausgesehen hat, die ich circa 1990 entwickelt habe, also vor 30, über 30 Jahren. Und das wäre ein Modell ganz ohne die Wohlfühlstimme und ganz ohne sogenannte Zusatzdaten oder Neudaten, weil ja viele Menschen auch so eine gewisse durch den Missbrauch von Daten, der im Moment noch durch unser Grundgesetz erlaubt wird, was wir auch verbieten würden. Wir würden also diesen Missbrauch von Daten grundsätzlich untersagen. Und auch unsere Reformen würden ja sowieso dafür sorgen, dass so Firmen wie Google, Apple oder wie war das, Facebook und so weiter oder Amazon, dass die gar nichts mehr profitieren können. Das ist also unsere Automatikschaltung, dass es einfach gar keinen Gewinn mehr gibt für Daten abgreifen und Daten benutzen, um die Leute durch gezielte personifizierte Werbung ganz gezielt so konsumsüchtig wie möglich zu machen. Das wird bei uns sowieso unterbunden und wird nicht mehr stattfinden. Wir bräuchten es also eigentlich gar nicht zu verbieten im Grundgesetz, weil es durch Automatismen unserer Reformen automatisch beendet wäre. Und dann verliert sich vielleicht diese hysterische Angst, die viele Leute haben, dass Daten so immer gefährlich sein und immer schlecht sein und so weiter. Ja, und ich zeige aber jetzt mal, dass es auch ganz ohne neue Daten geht, nämlich das ist die sogenannte Schadensersatzlösung, die ich damals entwickelt habe. Da muss man sich so vorstellen, da zahlen Sie, liebe Wählerinnen, die Sie jetzt zuhören, zahlen, das geht natürlich am leichtesten, geht es im Rahmen der privaten Krankenversicherung, zahlen Sie einen Betrag an, einen ganz kleinen Betrag an eine private Krankenversicherung zur Abgeltung aller hohen Krankenhausleistungen. Also alles, was teuer ist und viel kostet, ist absolut abgesichert durch diesen Krankenversicherungsvertrag. Die kleinen Dinge, dafür zahlen Sie einen monatlichen Beitrag, aber diesmal nicht an eine Krankenversicherung, sondern an die jeweilige Praxis, an das Gesundheitsteam der Praxis, bei der Sie gerne sozusagen, die Sie sich als Hauspraxis wählen wollen. Ja? Und dann passiert Folgendes. Ich lese nur den dritten Paragraphen vor. Ist die unter zweitens genannte Person mit den Lebenshilfemaßnahmen auch des Gesundheitsteams und auch mit den heilkundlichen Maßnahmen des heilkundlichen Personals beziehungsweise der heilkundlichen Vertragspartner der Firma X, also dieser Praxis, ja, nicht restlos zufrieden und die unter zweitens genannte Person, also der Kunde, nimmt heilkundliche Maßnahmen, zum Beispiel eines Arztes oder Heilpraktikers außerhalb des Kreises der Vertragspartner der Firma X in Anspruch, leistet die Firma X Schadensersatz für die nicht vollständig zufriedenstellende Erfüllung der Leistungen, wobei sie alle jene finanziellen Kosten entsetzt, die nicht von dritter Seite abgedeckt werden können. Ja, das heißt, und da kommt dann jetzt der Schadensersatz, und da steht dann im Zahnbereich und im ambulanten Bereich. Ja, da werden dann, was weiß ich, pro Jahr vielleicht, heute würde man vielleicht 3.000 Euro vereinbaren, die Praxis im schlimmsten Falle zahlen muss, weil sie quasi
Alle die sogenannten Gelder, die selbstbeteiligungsmäßig in der privaten Krankenversicherung dann im ambulanten Bereich fällig wären, die übernimmt die Praxis für den Kunden. Und dadurch ist die Praxis interessiert, effiziente Gesundheitsförderungs- und Krankheitsverhinderungsleistungen zu praktizieren und anzubieten, kostenlos die ganzen Gesundheitskurse und so weiter, damit eben diese Gelder im Etat verbleiben und nicht an andere Praxen ausgegeben werden müssen. Ja? Und ja. Und dann sind noch Regelungen eingebaut. Ich lese jetzt nicht alles im Detail vor. Es sind noch Regelungen eingebaut, die dafür sorgen, dass jetzt nicht, jetzt könnte ja die Praxis auf die Idee kommen, ja, jetzt haben wir da so einen Kunden und der Kunden ist immer so unzufrieden mit unseren Gesundheitskursen und er geht ständig zu irgendwelchen Heilpraktikern oder Ärzten und wir müssen diese Rechnung bezahlen, ist ja übel und so weiter, können wir den nicht rausekeln. Und da gibt es dann den Trick, dass die Person sozusagen, wenn das die Praxis, wenn sie den Person rausekeln würde, quasi noch, ja, hier steht 10 Monate, glaube ich, aber eigentlich könnte man auch sagen, ein Jahr lang auch noch alle Kosten dieser Person tragen muss, auch wenn sie sie dann quasi rausgeekelt hat und sie sich dann die Person natürlich eine andere Praxis sucht in diesem Modell. Aber die Praxis, die alte Praxis muss, damit sie nicht leichtfertig Leute rausekelt sozusagen oder verabschiedet, sondern nur, wenn sie wirklich mit der Person nicht gar nicht zurechtkommt und das irgendwie gar nicht harmoniert und so weiter, dann kostet es aber ein Jahr alle Kosten sozusagen, sodass die Praxis sich das genau überlegen wird, ob sie jemals auf die Idee kommt, jemanden rauszuekeln oder zu verabschieden aus der Praxis. Ja. Und so, ja, und das ist dann ein ziemlich wasserdichtes System, in dem die Praxis nur eine Motivation hat. Wie können wir die Gesundheit des Kunden bestmöglich fördern? Wie können wir Krankheiten verhindern? Und wie können wir so eine Zufriedenheit erzeugen, dass dieser Mensch sozusagen keine anderen ambulanten Leistungen von Heilpraktikern und Ärzten braucht, weil er die vom Gesundheitsteam alles kriegt, was ihn glücklich macht und gesund macht und so weiter. Und das ist ein Lösungsmodell, das ganz auskommt, völlig auskommt, ohne neue Daten. Es kommt völlig ohne Wohlfühlstimme aus, es kommt völlig ohne die Gesundheitsaufwand-Erwartungskurve und die dazugehörigen Daten auf und den tatsächlichen Gesundheitsaufwand, sondern das findet alles im Rahmen eines Schadensersatzvertrages, den ich hier vor mir habe. Ich habe hier das Original dessen, wie wir das entwickelt haben, 1990 circa. Und das zeigt auch, dass dieses Modell aus meiner Sicht auch deutlich besser ist als das, was unser Mitglied, also Next Scientists for Future Mitglied, Professor Harald Wallach, zuletzt in einer der letzten Talkshows vorgestellt hatte, wo eben, ja, die Wasserdichtigkeit nicht so hoch liegen dürfte. Er hatte vorgeschlagen, also in erster Linie, den Arzt sozusagen oder die Praxen staatlich zu bezahlen und damit die Fehlanreize wegzunehmen, nämlich die, so nach dem Motto, je mehr ich operiere, desto mehr Geld kriege ich, diese Fehlanreize zu beseitigen, hat aber dabei natürlich dann wieder mit neuen Fehlanreizen zu kämpfen, nämlich dass die Ärzte jetzt eventuell den Fehlanreiz haben, lieber zu wenig zu behandeln, zu wenig zu tun und lieber sich um ihre Freizeit zu kümmern oder um andere Aspekte und den Patienten eigentlich, so wie in England, eigentlich oft nur als störenden Faktor zu sehen. Denn man kriegt ja sein Geld auch völlig ohne sich um den Patienten zu kümmern. Ja, das ist ja dann völlig unabhängig, dieses Festgehalt, ja, das staatliche Gehalt. Und diese Fehlanreize sind sicherlich problematisch, während dieses
Schadensersatzmodell zum Beispiel deutlich weniger dieser potenziellen Fehlanreize beinhaltet und damit wasserdichter ist. Ja? Ja, das war's mit meiner ersten Runde. Also insofern Optimismus, egal was bei der Partei, die kompetente Partei des Gemeinwohls irgendwie alles so diskutiert wird und was am Ende alles als Parteiprogramm immer wieder überarbeitet wird, die Schadensersatzlösung, mit der könnten wir auch leben und da würden wir völlig auf alle Neudaten und würden da also sozusagen, wären wir in keinster Weise im Sinne eines Angriffs auf den Datenschutz oder so oder einer, auch nur, wir gehen dann auch gar kein Restrisiko mehr ein, noch nicht mal ein minimales Restrisiko mehr ein. Also es geht auch so, wir können das auch so. Damit wollte ich nur zeigen, dass Weltrat und Next Scientist for Future, da ist so viel Know-how vorhanden, dass wir ganz gezielt auf Wunsch Lösungen so maßschneidern können, wie es die Wähler haben wollen. Und wenn sie es so wollen, dass sie lieber den Schadensersatzweg wollen als den Wohlfühlstimmenlösung, dann kriegen sie halt diese Lösung. So flexibel sind wir und deswegen ist dann diese Partei, die Kompetente, da sie ja auch intern immer wieder Talkshows und Sachen praktiziert im Sinne der freien Argumentekultur, der wechselseitigen Falsifizierungsversuche, ist diese Partei vielleicht so ein Kompromissangebot an die Wähler, denen vielleicht einfach viele Dinge viel zu viel sind, denen vielleicht sogar der Aufwand, sich in einen Volksentscheid einzuarbeiten, schon zu viel Stress ist und denen vielleicht auch ja, regelmäßig zu Volksentscheiden gehen zu viel ist und insofern denen alles zu viel ist und die am liebsten dem Prinzip der Arbeitsteilung entsprechen möchten. Die Politiker sollen so motiviert sein, dass sie ihren Job tun und dann kann ich als Wähler meinen Job machen und ich muss nicht einen Zusatzjob Politik erlernen oder erwerben und mich darin einarbeiten in viele Themen, sondern wenn die Politiker doch die richtigen Anreize haben durch die Reformen der Next Scientist for Future und sich wirklich rührend um mein Wohlergehen kümmern, dann kann ich doch das Ganze auch dem arbeitsteiligen System überlassen. Aber ja, und das ist der Weg der Partei des Gemeinwohls. Und jetzt gebe ich dann wieder zurück an Öff-Öff und blende wieder sein Bild ein. Und dann ist er dran mit seinem ersten großen ausführlichen Beitrag zu diesen Themen. Ja, danke schön, Dylan, danke schön. Ja, ich fand diese Idee von dir, also was den Namen einer neuen Partei angeht, die man den Menschen anbietet, statt freie Argumentekulturpartei auch mal mit dem Namen zu experimentieren, Kompetenzpartei, die Kompetenten, faszinierend und ich kann gleich alle Zuhörer einladen. Also wir haben ja das freie Argumentekulturforum, freie-argumente-kultur.net. Und da ist auch eine Arbeitsgruppe oder ein Arbeitsgruppenbereich von mir eingerichtet worden zur Kompetenzpartei. Und da habe ich mit dem Dylan eine tolle Diskussion schon angefangen, was als Überschrift am besten ist für die Menschen. Ja, da kann ich ganz herzlich zu einladen. Also das halte ich für allerbeste Volksbildung, Allgemeinbildung der Bevölkerung, was wir da versuchen. Und ja, ich kann mal als Appetithäppchen, kann ich das vorlesen, was ich da dem Dylan dann auch geantwortet habe, zu seiner Vermutung. Ich kann das gleich auch mal versuchen, dann einzublenden während der Sendung hier. Ja, toll, toll. Ich glaube, da ist jemand dazugekommen. Ja, der Geheimdienst heute mal von Louis. Hallo. Ja, hallo Louis. Ich habe schon gesagt, wir sind so ein Terzett hier so normalerweise.
und dass du später dazu kommen kannst. Ich bin gerade dran. Der Dylan hat schon seinen Anfangs- oder Einleitungsbeitrag gegeben. Und unter anderem hatte er angesprochen, dass er ja die Idee hatte, die neue Partei, die wir vorschlagen und die wir bisher dann in der letzten Zeit so als Freie Argumente Kulturpartei benannt haben, als Kompetenzpartei zu bezeichnen. Und da habe ich jetzt gerade darauf hingewiesen, dass wir in unserem tollen Freien Argumente Kulturforum, dass wir da auch schon so ein Thema haben, wo Dylan und ich darüber ein bisschen diskutiert haben. Und er hat halt gemeint, ja, vielleicht ist das eine Überforderung für die Menschen, vielleicht steckt da zu viel Bonobo, aber jetzt nicht im Sinne, dass die alle Kommune bilden wollen, sondern im Sinne, dass sie unmittelbare Belohnungen auch spüren müssen, um da jetzt verantwortlich zu handeln. Also ob sie zu viel Bonobo in sich haben, um auf so eine geistige Ebene, wie das die freie Argumente-Kultur und ihre langfristige Verantwortungsvision, die ja, wenn man darüber nachdenkt, nicht wegschiebbar ist, weil Verantwortung kann man dann nicht mehr definieren um die nächste oder die nächsten zwei Ecken und danach nicht mehr, vor allem wenn die Folgen eben riesen Schaden anrichten in der Welt. Also die Vernunft gebietet dann, die Offenheit des Denkens und des Verantwortungshorizonts schon aufs Ganze zu beziehen, auf das ganze Ausmaß der Folgen. Ja, und die Kompetenzpartei würde den Leuten ja dann auch vor allem eben anbieten, dass da durch die verschiedenen Möglichkeiten von Wirtschaftsreformen das Wirtschaftsleben für sie verbessert würde. Also immer noch, sage ich mal, ein Stück weit ja dann der Ablauf des Geldverdienens und Geldausgebens. Und ja, wie gesagt, in dem Forumsthema stehen da einige spannende Sachen, so als Appetithäppchen, um da reinzuschauen. Lese ich mal vor, was ich dem Dylan da geantwortet habe zu der Vermutung, dass das für die Menschen vielleicht eine Überforderung sein könnte. Ja, ich habe da so geschrieben, das ist aus meiner Sicht vor allem auch eine tolle Leserprovokation. Im Theater würde man jetzt vielleicht anfangen zu sagen, es ist Publikumsbeschimpfung. Unter dem Titel so quasi, wie sehr seid ihr zu sehr Affen geblieben statt geistiger Verantwortungsfähigkeit? Und da habe ich so geschrieben dann auch, dass ich das für tolle Allgemeinbildung der Bevölkerung halte und habe die Frage noch ein bisschen ausführlicher formuliert. Wie sehr seid ihr noch Bonobos, Affen, denen man nicht kommen kann, jedenfalls nicht in ausreichendem Maße, damit, dass sie geistig an aufs Ganze schauender Verantwortungsplanung teilnehmen können? Klammer auf. Das heißt, denen solche Teilhabe an sozusagen göttlichem Schöpfer- und Verantwortungsblick zu wenig wertvoll erscheint, Klammer zu. Sodass man euch die Verlockung einer kompetenten Wirtschaftssteuerung, Klammer auf, mit Vorteilen für Geld verdienen und ausgeben, Klammer zu, anbieten muss, weil das vielleicht eher in euch Motivation wecken kann, euch mal auf die Hinterbeine zu stellen und bei nötiger Gesellschaftsveränderung mitzumachen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen und so weiter. Also auf jeden Fall ist alleine schon das Provozierende an so einer Diskussion ist wert, dass da diese Diskussion geführt wird, weil die Menschen aus meiner Sicht ja da einer notwendigen Verantwortungsweite, einem notwendigen Verantwortungshorizont wegrennen. Ansonsten in der Sache, wenn ich das jetzt rein inhaltlich logisch betrachte, gibt es natürlich ein engen Zusammenhang zwischen diesen Überschriften oder Stichworten Kompetenz, Glück, Gemeinwohl, freie Argumentekultur. Wer mich etwas kennt, der weiß, dass ich da so ein bestimmtes Muster habe, um die Dinge aneinander zu reihen, zu ordnen, nämlich das, was ich organisches Denken nenne, immer auf die jeweils wichtigste Frage die bestbegründbare Antwort zu suchen. Wenn man das anwendet auf die genannten Inhalte, Kompetenz, Glück, Gemeinwohl, freie Argumentekultur, dann ist Kompetenz ja ein sehr allgemeiner Begriff, bedeutet ja sowas wie Fähigkeit, Sachkunde, Fertigkeit. Und ja, von der Reihenfolge der anderen Inhalte her
beginnt es im Inneren eines Menschen mit der Frage, was macht mich glücklich, aus meiner Sicht, weil warum sollte er irgendwas anderes machen, wenn es ihn nicht glücklich macht? Also das eigene Glück ist sozusagen das letzte Grundkriterium. Das führt einen dazu, dass über den Blick ins eigene Wesen, die Vernunftseele, man erkennt, und jetzt beides, also es sind ganz enge Schienen dann. Also einerseits erkennt man, dass man eben so in diesem inneren Gespräch mit sich selbst schon ist, wo übrigens die Korruptionsgefahr ja auch sofort anfängt, dass da irgendetwas einen verleiten will an inneren Stimmen oder inneren Motiven, innerer Schweinehund oder was auch immer, verleiten will, nicht mehr die richtigen Antworten zu geben, sondern die Antworten zu geben, die für so ein irgendwie geartetes kleines Splittermotiv das Beste sind. Ja, also eine Schiene, wenn man gesehen hat, man wird glücklich oder man will glücklich werden und man erkennt als sein Wesen die Vernunftseele, ist wirklich dann sozusagen das richtige, freie, ehrliche, nicht korrupte Denken, die freie Argumentekultur. Das andere ist die Erkenntnis halt, dass die Vernunftseele darauf angelegt ist, Sinn zu finden, am besten einen Sinn im Ganzen. Also insofern sind diese Dinge sehr eng verbunden. Und ob man jetzt auch in eine Verfassung oder in ein Entwicklungsprogramm, Parteiprogramm, was auch immer, die Reihenfolge schreiben würde, Glück, eigenes Wesen, Sinn im Ganzen, oder dass da die freie Argumentekultur schon benannt wird. Ich bin nur der Ansicht, dass, wenn ich es genau betrachte, dann ist dieses, was macht mich glücklich und was ist mein Wesen und dass ich zum Allgemeinwohl komme, sowas wie global denken, lokal handeln, als Sinnorientierung, als breiter Sinnhorizont für die Vernunftseele. Wenn ich mir das anschaue, das ist der Weg, der im einzelnen Menschen abläuft. Ich glaube, wenn wir aufeinandertreffen in irgendeiner Form, und das würden wir ja auch, wenn wir auf der Straße diskutieren oder den Menschen eine Partei anbieten, was auch immer, das Unmittelbarste ist nicht meine eigene innere Suche nach dem Glück, sondern das Unmittelbarste, was dann relevant ist, ist das Miteinander sprechen. In meinem Inneren, in diesem inneren Gespräch oder Denken, da kann ich eben sagen, okay, ich gehe nach meinen inneren Wahrnehmungen oder so etwas. Für die Begegnung mit den anderen Menschen wäre, glaube ich, das Allerbeste, sich erstmal zu einigen, wie man miteinander spricht, um dann zu allen inhaltlichen Einzelpunkten, auch wie wichtig ist es denn, glücklich zu sein und daraus den Grundmaßstab zu machen, wie wichtig ist es, nach seinem Wesen zu schauen, wie wichtig ist es zu sehen, dass der Sinn im Ganzen dieses Wesen erfüllen kann. Alle diese Fragen sind etwas, was im Miteinander der Menschen dann die freie Argumentekultur voraussetzt. Sie ist der unmittelbare Mechanismus, auf den es ankommt, wenn man da aufeinander trifft. Man fängt an zu sprechen. Man gibt sich keine andere Glücksdimension, man hebt sich nicht auf den Horizont des Globaldenken, sogar lokal handeln, sondern man beginnt mit dem Miteinander sprechen. Und deshalb, glaube ich, wäre immer so die erste Überschrift, wenn Menschen zusammentreffen, bevor sie nach irgendwas anderem Inhaltlichen dann suchen oder da vorankommen wollen, dass sie diese Weichenstellung setzen, die freie Argumentekultur. Denn sie ist der unmittelbare Mechanismus, mit dem die weitere Suche geschieht. Also wie das anfängt. Wenn das geregelt werden kann, kommt alles andere richtig raus. Wenn man aber irgendeinen anderen Inhalt dann erstmal reinbringen will und hat nicht die freie Argumentekultur, dann können das gleich wieder Ablenkungsschienen oder Schienen sein, die in irgendeine Willkürlogik verfallen. Also man tut gut daran, bevor man Einzelinhalte klären will oder gar gemeinsam festlegen will, dass man eben immer erst sagt, alles mit freier Argumentekultur und nichts mehr gegen freie Argumentekultur oder daran vorbei. Ja, ich denke, das ist klar soweit, was ich da meine. Allerdings ist diese Frage, was ist den Menschen zuzutrauen, die ist ja voll berechtigt. Über die reden wir oft.
Und insofern finde ich es ja auch spannend, dass wir mit verschiedenen Ansätzen, verschiedenen Experimenten da Versuche machen, also herumexperimentieren. Für mich ist halt immer nur der geradeste Weg derjenige, den ich ja auch selbst vorleben will, weil ich glaube, dass ja auch da die Ablenkungsgefahr ist groß. Und wenn wir überzeugend sein wollen für andere Menschen, dann können wir ja nicht sagen, ja, ihr seid noch nicht so weit und deshalb bin ich auch noch nicht so weit, sondern wir müssten bei uns eben anfangen und das Höchste rausholen, was geht, um damit möglichst stark zu einem überzeugenden Stern, Leitstern auch für die anderen zu werden. Also sogar wenn wir ihnen sagen, hey Leute, habt ihr nicht vielleicht Lust, hier ein paar kompetentere Menschen so an die Hebel zu setzen, die dafür sorgen, dass nicht zu viel Geld in anderen Taschen verschwindet und dass wir alle doch da einen Anteil haben, mit dem wir am ehesten was anfangen können. Das ist was, was man natürlich vielleicht machen kann, weil womit auch gut bei ihnen ankommt. Aber ich glaube, dass es doch geradliniger ist und für einen selbst auch ja das, was innerlich erfüllender ist. Und da hängt ja alles ab. Also ein Ziel, was man für sich selbst im Leben nicht so weit verwirklicht, wie es möglich ist, von diesem Ziel ist man ja selbst nicht richtig überzeugt. Also es ist ganz wichtig, da auf sich zu achten eben auch, dass man nicht sagt, ich mache das jetzt als Entgegenkommen gegenüber den anderen, dass ich da so ein bisschen das ja noch um eine andere Ecke lege oder dass ich da ein bisschen den zentralen Nerv oder die Logikschiene so ein bisschen vernebele. Ich glaube, dass es ja für einen selbst innerlich ganz stark die Ehrlichkeitsfrage auch ist, die Frage, wie gehe ich da um mit meiner Orientierung? Und auch wenn ich versuche, den anderen da so ein bisschen da entgegenzukommen, indem ich die Dinge ein bisschen verunklaren würde, worauf es entscheidend ankommt. Für mich selbst, wenn ich überzeugt davon bin, führt kein Weg dran vorbei, es so drastisch wie möglich in diesem zentralen Nerv in Wirklichkeit umzusetzen. Und ja, ich denke, dann kann sich das auch verbinden, weil wenn ich zu anderen Menschen gehe und sage ihnen, ich weiß nicht, wie weit ihr da jetzt schon Lust habt, euch so auf so einen weiten Horizont wie der Sinn des Ganzen und globale Verantwortung jetzt einzulassen. Ich kann es ja auch verstehen, dass euch das vielleicht ein bisschen abstrakt erscheint oder so. Lasst uns mal überlegen, was für Zwischenschritte da möglich sind, die euch gleichzeitig auch schon ein Stück verantwortlicher machen und attraktiv genug sind, dass ihr die auch gerne ergreifen mögt. Wenn man vor ihnen steht und gleichzeitig sagen kann, ja, ich tue da auch, was ich kann. In meinem Fall bedeutet es schon, dass ich da gucken kann, also was ist die logischste, die geradlinigste Schiene zu denken und zu handeln. Guck mal, wie ich das mache. Also in dem Moment, wo sich das verbindet, brennt nichts zu sehr an, würde ich sagen. Also dann ist es eh so, dass das nicht vertuscht würde oder nicht verborgen bleiben kann, wie es aussieht, so gut wie möglich durchzuziehen mit dem Besten und man muss ja heute auch sagen, mit dem Notwendigen, was geschehen müsste, wenn der Karren nicht vor die Wand fahren soll, wofür es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt. Okay, mal das zu dieser Überlegung, wie ist die Reihenfolge der Überschriften, die Reihenfolge der Schlüsselinhalte, Glück, eigenes Wesen, Gemeinwohl oder Sinn des Ganzen, freie Argumentekultur. Wenn wir uns damit beschäftigen, sind wir auf jeden Fall in den richtigen Schienen. Ich gebe dann weiter an den Louis. Ja, danke, hallo. Ich muss auch gleich wieder raus. Vielleicht kann ich später nochmal rein, vielleicht nicht. Ich bin hier mehrfach beschäftigt. Und ich komme dann nochmal auf alle Fälle kurz wahrscheinlich oder sonst sehen wir uns online. Ich habe das auch schon angefangen zu lesen, was du gerade teilweise vorgelesen hast. Und bis später. Ich gebe an den Willen. Ja. Dann lege ich mal los. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht.
Ja, wir hatten ja den Versuch gehabt, über viele Monate und da sehr viel Zeit verloren, alle möglichen Parteien, mit denen wir Talkshows gemacht haben und so weiter, dazu im Prinzip zu Frackparteien zu machen, also zu freien Argumentekulturparteien, die mit echter Basisdemokratie und so weiter hantieren und all solche Sachen haben wir versucht und das Resultat war leider nahe Null. Ja, am besten war ja noch das Ergebnis beim Orga-Team von wir2020.de, wo man sehr, sehr, ja, sehr weitgehend unsere Reformen für gut befunden hat. Aber diese Partei ist wohl nicht mehr existent. Und wir2020.eu ist gerade auch im Sterbeprozess, also daraus wird nichts. Und übrig geblieben ist ja eigentlich nur die Basis, wo wir ja jetzt zwei Talkshows hatten, wo ich zwei Talkshow-Teilnahmen hatte. Einmal eine offizielle Basisveranstaltung, Talkshow, die mittlerweile deutlich über 3000 Klicks hat. Und eine andere Talkshow, die wir im kleinen Rahmen mit einer Gastgeberin, einfachen Mitglied der Basis veranstaltet hatte, wo auch unser Mitglied Professor Wallach dabei war, Harald Wallach, den ja viele kennen aus dem Internetfernsehen. Heute hat mich eine Frau angesprochen, die mich auch aus dem Internetfernsehen kennt, und so weiter, auch bezüglich der Basis. Ja, und deswegen kam dann die Idee, und ich will es mal so zusammenfassen. Ich weiß nicht, du hast das nicht mitbekommen, aber die Zuschauer haben es vielleicht mitbekommen, dass Diana Osterhage, wir haben ja zwei Parteivorsitzende bei die Basis, Diana Osterhage, selbst Heilpraktikerin von Grundberuf, und Dr. Baum, und Dr. Baum hatte sich in der Öffentlichkeit, und das halte ich halt für Selbstmord einer Partei. Er hatte sich bekannt zur Anthroposophie und sie hat sich in dieser Sendung jetzt von gestern oder heute ganz stark zur Homöopathie bekannt. So als ob, sagen wir mal so, 50% der Wähler jetzt alle riesige Fans von Homöopathie sein könnten oder von Anthroposophie sein könnten. Und ich vermute, das ist mitnichten der Fall. Ich glaube, dass die Masse der Menschen weder mit Homöopathie noch mit Anthroposophie auch nur das Geringste am Hut hat. Und von daher sich eine Partei, wo die Vorsitzenden sich so positionieren, im Prinzip sich selbst den Todesstoß versetzt, weswegen ich ja persönlich befürchte, dass die Partei die Basis etwa 2 bis 3% kriegen wird bei der Bundestagswahl. Und danach ihr Sterbeprozess beginnen wird, so wie wir2020 EU sich ja jetzt auch gerade schon im Sterbeprozess befindet, weil man eben auch dort nicht auf uns gehört hat, ne? Und meinte, man kann das alles und man ist ja. Und ich hatte ja auch im Forum etwas gepostet, dass ich eben auch das Problem auch sehe, dass zum Beispiel es gibt eine Modeerscheinung, die nennt sich die Spiral Dynamics. Ja, sozusagen wie sie ein Autor genannt hat in dem Artikel, den ich dort zitiert habe, eine völlig törichte Vorstellung von der Welt und der Evolution und so weiter. Ja, ich meine, es ist schön, viele Leute träumen halt gerne und träumen von einem veränderten Menschen, der plötzlich überhaupt keinen, ich habe es gerade mit einer Dame besprochen draußen bei einem meiner Konzerte, dass eben so etwas wie der gesunde Egoismus, der genetisch bedingte gesunde Egoismus des Menschen gänzlich verschwinden würde und der Mensch dann quasi zu einem engelsgleichen Wesen würde. Das sind aus meiner Sicht schöne Träume, aber fehlt jede Realität, wie auch der Autor des Artikels, den ich da reingepostet habe. Der übrigens auch, das müsste auch im Frackforum, also im freie-argumente-kultur.net Forum zu lesen sein.
Und ja, und der Name, die Kompetente und Partei des Gemeinwohls, der kam eigentlich als Idee daher, weil wir immer wieder sehen, gerade heute wurde eine Sendung veröffentlicht im Internetfernsehen, wo ein Autor über die Psychologie der Vertrauensseligkeit von Menschen gesprochen hat, die eben dazu neigen, auch wenn überall zu sehen ist, dass Menschen anderen Menschen Schaden zufügen und sie betrügen und reinlegen und Politiker durchaus immer wieder bekannt wird, dass sie korrupt sind, sich bestechen lassen und all diese Dinge. Und trotzdem neigt die Masse der Menschen dazu, immer noch unbedingt vertrauen zu wollen. Ich sage immer so hart, auch dem größten Betrüger, dem versucht man bis zum letzten Moment noch zu vertrauen, weil wir offensichtlich aus einer Evolution stammen, in der Vertrauen immer gerechtfertigt war und das dann fast schon also eine Spur an genetischer Grundverankerung in unserem Wesen ist, vertrauensselig zu sein und eben nicht zu misstrauen der Pharmaindustrie und den Ärzten nicht zu misstrauen, sondern immer zu vertrauen, ja. Und wenn es so sein sollte, dass wirklich die Menschen eine starke Tendenz haben, zu gucken, wer ist vertrauensselig, egal ob er noch so korrupt ist oder sich hinterher herausstellt, dass er noch so korrupt ist, immer wieder suchen die Menschen nach einer Person, der sie vertrauen können, die sie vertrauenswürdig finden, auch wenn das vielleicht gar keine Realität hat, und dann dieser Person im Prinzip nachzufolgen und so weiter. Und deswegen kam dann der Name die Kompetente, weil die Wähler hoffen natürlich immer auf, dass die Person, die sie vertrauen wollen, auch irgendwie so kompetent ist und so Gutes im Schilde führt, dass man dem wirklich dann auch zu Recht vertrauen kann. Die Leute werden ja nicht gerne hinters Licht geführt oder es ist ja nicht so, dass sie sich darüber freuen, wenn ihnen geschadet wird. Aber ja, und weil diese Tendenz da ist, haben wir gesagt, ja, okay, jetzt probieren wir es mal einfacher. Indem wir sagen, wir schalten die freie Argumentekultur immer dann ein, dass wir sagen, jeder darf unsere Reformkonzepte, unser Wahlprogramm kritisieren, wird sofort eingeladen in der Talkshow und sofort machen wir freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche. So, aber wir haben dann schon mal wenigstens für die Wähler ein durchdachtes Konzept dazu da, das eben durchdachter ist, als dass man den Wählern einfach mit so zwei Worten kommt, Homöopathie über alles und Anthroposophie über alles. Das sind aus meiner Sicht ja Selbstmordprogramme für jede Partei, würde ich sagen. Und ja, und ich lese jetzt mal vor, was ich jetzt dem Öff im Forum geantwortet habe. Die Leser, die Zuschauer sehen immer noch deinen Post in Rot geschrieben. Wie sehr seid ihr noch Bonobos? Ja, ich habe das schön vergrößert, sodass die Leute das gut lesen können im Bildschirm. Und dann habe ich darauf so ein bisschen geantwortet, ja. Und habe geschrieben, und das können die Leser auch wieder gut mitlesen, ja, der spannende Selbstfeldversuch läuft, wie weit es möglich ist, die kapitalistische Psyche, die so pathologisch egozentrisch egoistisch ist, dass oft sogar schon enge Verwandte als Feinde behandelt werden. Ja, das kapitalistische Symbol ist ja Kain und Abel. Ich glaube, Kain erschlägt den Bruder Abel, ja, aus irgendwelchen niederen kapitalistischen, egoistischen, egozentrischen Motiven, ja. Also da, das ist im Kapitalismus sozusagen wird der Mensch immer mehr gemacht zum Einzelkrieger, der quasi sogar gegen seine Verwandten schon Krieg führt, ne? Und diese kapitalistische Psyche wieder so weit zu bringen, dass wie bei den Bonobos die verantwortungsvolle Fürsorglichkeit erst irgendwo in den Umkreisdimensionen der Lebenswelten von Enkeln, Urenkeln oder Ururenkeln ihr Ende findet. Das wäre ja schon mal der erste Schritt. Da sind wir noch nicht bei globaler Verantwortlichkeit, sondern erstmal bei regionaler Verantwortlichkeit. Nämlich die Region, bei Bonobos ist es ja so, dass die Töchter abwandern
in die Nachbarkommunen und dort ihre Enkelkinder kriegen und vermutlich wandern dann diese Enkelkinder nicht zurück in die Ursprungskommune. Das wäre noch zu inzestuös, wäre also genetisch nicht gerade vorteilhaft, wenn dann also die Großväter irgendwie mit den Enkelkindern Sex hätten. Das wäre sicherlich nicht so vorteilhaft. Vermutlich, weil man sich ja kennt durch viele liebevolle Besuche. Und man weiß, dass der eine der Großvater ist und der andere der Enkel ist und so weiter. Dadurch wird es wahrscheinlich so sein, dass die Enkel sich noch weiter entfernen werden von der Ursprungskommune und noch einen Ring weiter in die Nachbarkommunen gehen werden und dort wieder ihre eigenen Kinder, die Urenkel, dann in die Welt setzen werden. Und wenn dann diese liebevollen Besuche bis in solche Regionen ausgedehnt sind und da diese fürsorgliche Verantwortung, nee, verantwortungsvolle Fürsorglichkeit praktiziert wird, dann ist das ja schon mal viel mehr als bei der kapitalistischen Psyche, wo sogar der Bruder getötet wird und ein Krieg gegen die Verwandten sogar geführt wird, weil der Kapitalismus uns alle zu geldsüchtigen, raffsüchtigen und damit, was weiß ich, um jeden Euro streitenden, sogar innerhalb der Familie um jeden Euro egoistisch, pathologisch egoistisch streiten lässt, dann hätten wir bei der Bonobo-Situation, hätten wir wenigstens schon mal die Re Verantwortlichkeit für die ganze Region, für die Lebewesen der gesamten Region wenigstens schon. Eben in dem Sinne, Töchter, Enkel, Urenkel, vielleicht sogar Ururenkeln, ja. Das wäre dann doch wenigstens schon mal eine regionale Verantwortlichkeit. Und wenn dann die ganze Erde gefüllt wäre mit lauter solchen regionalen Verantwortlichkeiten, dann wäre ja für die ganze Erde gesorgt, weil dann ist für jeden gesorgt. Wenn nämlich in jeder Region fürsorglich ist, für jeden ist, und dann muss man sich das ja so vorstellen, das hört ja nicht auf. Sondern es ist ja dann wie ein Netzwerk. Es ist ja nicht so, dass irgendwann diese Region ihr Ende findet und dann aufhört. Nein, auf der Ebene der Ururenkelkommunen werden ja wieder Töchter geboren und wandern in die umliegenden Kommunen, sodass es sich um ein weltweites Kommunennetz handeln würde, in denen alle eigentlich mit allen letztendlich verbunden sind, auch wenn jede einzelne Person sich immer nur um seinen Umkreis bis vielleicht hin zu den Ururenkelkommunen sozusagen sich kümmert. Aber dann ist die ganze Welt umspannt von sich kümmern, auch wenn der Einzelne sich nicht um die weit entfernten kümmert, sondern immer nur um seine Region kümmert. Fürsorglich und verantwortungsvoll. Und jetzt ist ja die spannende Frage, die Öff-Öff ja immer aufwirft, ist der Mensch noch in der Lage, auch noch weiterzugehen zum vollständigen post-conventional Level, also dazu hinzugehen, zu wirklich zur Verantwortung auch für die ganze Menschheits- und Weltsituation zu übernehmen, sozusagen. Wo er im Moment im Kapitalismus das genaue Gegenteil ist, noch nicht mal für seine Verwandten über Verantwortung übernimmt, sondern auch gegen die schon ansatzweise Krieg führt, ja. Ja. Und deswegen die Frage hier, oder ob es sogar möglich ist, statt Krieg und Kolonialismus gegenüber weiter Entferntem zu praktizieren, was ja die jetzige Realität ist. Ja, bis jetzt praktizieren ja die Menschen gegenüber dem Fernen überwiegend Krieg und Kolonialismus. Wir denken nur an Afrika oder wir denken an die Sklavengeschichten, die Versklavungen. Und wir denken an die Abschlachtung der nordamerikanischen und südamerikanischen Ureinwohner und so weiter. Das ist ja das, was bis jetzt leider Realität ist im Rahmen des gesamtkapitalistischen Weltsystems, ne? Und ja, und die interessante Frage ist, die ja Öff-Öff immer stellt, ist es sogar möglich, die verantwortungsvolle Fürsorglichkeit sogar auf alle Erdbewohner auszuweiten? Vielleicht sogar nicht nur alle menschlichen Erdbewohner, sondern sogar auch noch auf das Leben allgemein auszuweiten. Und das ist, ja, das ist eine interessante Frage. In der Realität treffen leider Bonobos nie auf andere Bonobos aus
anderen Winkeln der Erde, weil es Bonobos nur in einem kleinen Gebiet gibt, so dass wir nicht wissen, ob das liebevolle pazifistische Begegnen auch mit allen Erdbürgern der Art Panpaniscus, also Bonobos, funktionieren würde. Man hat mich so ausgebildet, dass es nicht ausgeschlossen sein könnte, dass die Menschen eine biologische Grenze haben könnte, dass die Menschen jenseits derer alles nur als nicht interessierend und fremdlings liegen gelassen wird. Ja? Gut, soweit ist meine Zeit ist nämlich um, deswegen gebe ich jetzt wieder an Öffef weiter und mache den Rest nachher, wenn es darum geht, das Thema der vorteilbringenden Irrtümer noch einzubringen. Ja, ich gebe jetzt mal wieder zurück an Öffef, weil meine Zeit um ist. Ja, danke schön. Ja, der Unterschied zu den Bonobos ist, dass bei uns durch unsere geistige Wahrnehmung unsere technische Besitzergreifung und durch, ja, auch man kann sagen, moralische Kriterien, die wir mit dazu, ja, durchaus im Kopf sogar haben, also ein Stück weit bei vielen Menschen mit im Kopf zu stecken, ob jetzt die allgemeinen Menschenrechte oder Vorbilder wie Jesus oder Gandhi, wir haben einen weiteren Horizont. Wie der wirklich beim einzelnen Menschen ausgeprägt ist oder so ein bisschen nebulös unter ferner Liefen in seinem Bewusstsein vorkommt und vor allem wie stark die Kraft davon ist, als Motiv, als Motivation zu wirken. Logisch betrachtet sogar als überwiegendes Motiv. Also das Gesamtwohl der Welt wäre sicherlich eben ein Maßstab, wo sich dann die anderen Interessen, Handlungen so einfügen müssten, statt dass für ein Einzelinteresse oder eine Einzelhandlung diese Gesamtverantwortlichkeit untergeordnet werden dürfte. Also inwiefern die Leute das, wovon wir alle wissen, da gibt es sowas, ne? Da gibt es diese Vorbilder, da gibt es die Menschenrechte. Wie weit das für uns wirklich relevant wird im Denken und im Handeln, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage. Für mich ist das wirklich, das kann ich gar nicht oft genug betonen, schon ausgezeichnet, wenn das diskutiert wird. Wenn die Menschen da ein Stück weit mit in den Sog solcher Gedanken reingezogen werden. Weil ich glaube, also jetzt nicht naiv optimistisch, ne, das wird uns schon hochreißen, aber es ist von der Logik her das, was uns am ehesten hochreißen kann. Da sind in uns nicht mehr andere Stellen, an denen rumgeschraubt werden kann. Das Aussichtsreichste, muss man sagen, ist es schon bei uns Menschen, dass wir einander ansprechen und dass wir versuchen, miteinander über die Dinge nachzudenken und dadurch weiterzukommen. Also zumindest, wenn wir im Umgang miteinander, wenn wir da uns so ernst nehmen wollen. Die andere Variante, und ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht auch sehr überzeugende Argumente hat. Die Variante, die sagt, vergiss es, die Menschen so anzusprechen. Es sind doch andere Schrauben, ne? Sie sind so Dressurobjekte. Man muss gucken eben mit Strategien unmittelbarer Belohnungseffekte. Also wie beim Hund Leckerlis ausstreuen, sie dazu irgendwas zu bewegen. Das hat das Problem eben, einerseits, dass wir sie damit nicht so ernst nehmen wie uns. Also jetzt, ich setze mal voraus, dass derjenige, der so redet, überhaupt an sich selber den Anspruch stellt, nicht nur ein Leckerli-Dressurtier zu sein, sondern selbst immerhin diesen Blick, diesen weiteren Blick aufbringen zu können. Also würde er das tun, würde er die anderen damit ja gering schätzen. In ihrer Menschlichkeit, in ihrem menschlichen Wesenskern, wie es Menschenrechte uns so definieren, würde er sie degradieren, würde er sie entwürdigen. Hinzu kommt,
dass diese Dressureffekte das Verhalten des Menschen natürlich schon beeinflussen können. Vielleicht können sie auch bewirken, dass er in seinen Einzelhandlungen dann verantwortlicher funktioniert. Aber er braucht dann ständig diese Steuerung, ne, derer, die ihn dressiert haben. Also das sind ja nicht nur kurzfristige Belohnungseffekte, die man einsetzt. Das sind auch kurzfristig definierte und bestimmte Handlungsmuster, die man damit erzeugt. Also man erreicht damit eben nicht den freien geistigen Horizont, wo der Betreffende aus weitergreifenden Sinnzusammenhängen heraushandelt. Die kurzsichtigen Belohnungen erzeugen kurzsichtige Motivations- und Handlungsmuster. Ja, und ich glaube, wenn man einem anderen Menschen dann gegenübertritt, dann wird man schon unmittelbar merken, also es tut mir nicht so gut, ihm vielleicht auch nicht, wenn ich ihn in dieser Menschlichkeit nicht versuche, erstmal so weit wie möglich ernst zu nehmen, anzusprechen und da aus ihm Entwicklung herauszulocken. Und es bringt auch ja nicht mehr, wenn ich darauf verzichte. Denn wenn ich ihn anspreche und ich kann es erreichen, dass er ein bisschen offen mitdenkt und wir reden dann drüber, na, wie weit sollte denn Verantwortlichkeit reichen? Dann merke ich sofort, es kribbelt und es könnte da ein Potenzial drin stecken, dass der andere ja doch das verstehen könnte, dass wir für die gesamten Folgen unseres Tuns verantwortlich sind. Und dass wir auch unser Mitdenken und das Berücksichtigen der Folgen und unsere Verhaltensregulierung entsprechend anpassen müssten an diese Verantwortlichkeit, soweit die Folgen reichen. Also ich merke, wenn ich dem anderen Menschen gegenüberstehe, glaube ich schon, dass es sehr menschlich ist, zu versuchen, ihn als geistiges Wesen anzusprechen und da so eine Ebene zu schaffen. Und man hat auch das Gefühl, na, das müsste doch eigentlich möglich sein, dass das ein bisschen mehr bringt jetzt, als wenn ich ihn versuche, zu kurzfristigen, einigermaßen schadlosen Verhaltensweisen da hinzudressieren. Aufwendig und kurzsichtig. Und könnten wir gemeinsam den Geist einschalten und öffnen, klick, dann wäre die andere Dimension ja einschaltbar. Ja. Damit will ich nicht dran vorbeireden, dass die Wirklichkeit, obwohl man dieses Gefühl haben kann, wenn man vor einem Menschen steht, dann immer wieder sehr enttäuscht, weil, ja, es ist wie in den Wind gesprochen. Und im Endeffekt sind die Menschen dann eben doch nur für die kurzsichtigen Vorteile, die Bestechungen des Lebens zu haben. Es greift nicht richtig tief und fest in ihnen. Und auch die Offenheit lässt ja schon sehr zu wünschen übrig. Denn, und das ist wiederum auch jetzt, ne? Also liebe Zuhörer, liebe Leser, überlegt euch das doch mal. Kann man mit euch einfach gemeinsam als Menschen nachdenken über die Verantwortlichkeit, in der wir stehen? Ist das möglich? Oder geht da dann irgendwie einfach ein stählerner Vorhang runter? Rennt ihr weg davor? Können wir diese höchste Fähigkeit gar nicht einfach gemeinsam einsetzen, weil irgendwelche Sturheit, gar nicht mitdenken zu wollen, oder man hat irgendwelche Ideologien im Kopf oder irgendwelche Filterblasen, irgendwelche eigenen Willkürfilme, was man erreichen will, die lähmen einen so, dass man nicht einfach offen miteinander nachdenken, offen miteinander über die Dinge sprechen kann. Überlegt es euch, also jeder Einzelne, also meine Strategie ist, jeden einzelnen Menschen zu fragen, hallo, bedenk das mal, zumindest ganz kurz. Du entscheidest über deine Wesenhaftigkeit als Mensch. Du entscheidest, ob deine leere, ich sag mal, Konservendose vor mir steht oder ein Mensch, der mit diesem geistigen Bewusstsein gefüllt ist, ja, was uns als Einzigartigkeit zugeschrieben wird und ja, was man als das darstellt, wenn man religiös ist, was uns zum göttlichen Ebenbild macht. Und aber auch Biologen, die Gaia-Vorstellung haben, also dass die Erde auch ein Stück weit so wirkt, wenn man sie genauer betrachtet mit ihren Selbstregulationsmechanismen.
als wäre sie doch ein zusammenhängender Lebenszusammenhang, ein Superorganismus, ein Organismus, ein biotopisches Konstrukt. Und die sagen auch, ja, also wenn wir das so betrachten, der Mensch hätte in diesem Lebensnetz sowas wie die Funktion, die Augen des Lebens, dass der Kopf, das Hirn des Lebens zu sein, weil nur er bringt diese Funktion auf. Also was macht es mit uns, wenn wir uns überlegen, wir könnten auch die Augen und das Hirn des Kosmos oder Gottes sein? Durch uns könnte da geschaut und verantwortlich gedacht und gehandelt werden. Hat das seinen Reiz? Hat das einen höheren Reiz als die anderen Motive, von denen wir bestimmt sein könnten? Die vielen kleinen Splittermotive. Ja, also total spannend. Im Endeffekt, und da, lieber Dylan, arbeiten wir ja eh auch mit mehreren Schienen immer so. Wir nennen es ja doppelte Doppelschienigkeit. Also die eine Doppelschienigkeit innersystemisch oder parlamentarisch oder außerparlamentarisch und die andere Doppelschiene, inwiefern kann man unmittelbare Persönlichkeits- und Verantwortungsbildung, Reife, Erzeugung im Menschen anstreben, wie weit kann das was bringen oder wie weit sollte man eben, also jetzt einige Leute, die dann eben schon nicht auch nur um die nächste Ecke denken, sondern die allein für die Erstellung von Dressurprogrammen weiterdenken können, wie sehr sollte man als Ergänzung, nennen wir es mal Unterstützung, obwohl es ja eine ziemliche Krücke ist für einen Menschen, der eben auch das göttliche Bewusstsein anschmeißen könnte, aber inwiefern braucht man das und kann man das erzeugen mit Reformkonzepten, auch mit Parteikonzepten, dass der Mensch die kleinen Unterstützungen, die Belohnungseffekte bekommt, die ihn zumindest voranbringen dann auf dem Weg, der vielleicht eines Tages auch dabei enden kann oder dahin führen kann, dass er sein großes geistiges Auge richtig öffnet. Ja, da müssen wir dran arbeiten. Ist ein zähes Thema. Also ich hatte jetzt noch nicht auch gesagt, womit ich im Moment beschäftigt bin. Das machen wir so ein bisschen auch bei den Verantwortungstreffs, damit das nicht nur abgehobene Theorie ist, sondern auch auf den Boden kommt. Ich bin bei mehreren möglichen Projekten mit engagiert, möglichen und schon existierenden Projekten. Also wir haben ein Projekt in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir leider personell extrem schwach besetzt sind. Wir haben einen Verwalter eigentlich. Dafür haben wir noch einen Störer, sag ich mal, ich nenne ihn mal Störer, mit dabei, der da mit auf dem Gelände sitzt und sich so verhält, als wollte er mal austesten, wie weit er da einfach sich als Herr im Hause aufspielen kann und ja Besucher vergraulen kann und auch die, die da versuchen, das Projekt zu verwalten, in die Verzweiflung treiben kann und einbrechen kann und ach, was weiß ich alles. Der Mann ist nicht doof, der Mann ist intelligent, der ist strategisch sehr handlungsfähig. Es gelingt ihm aus irgendwelchen Gründen, die ich an manchen Stellen nur mit Staunen wahrnehme, staatliche Stellen und Ämter für sich einzuschalten und mitwirken zu lassen, dass man sich schon fragen kann, ne? Also das ist kein Drogenabhängiger, der da wild um sich schlägt, das ist kein Psychopath einfach, das ist ein sehr gezielt handelnder Mensch und wenn das zusammenpasst damit, dass ihn Ämter unterstützen, was spielt sich denn da eigentlich ab? Naja, ist so eine interessante Frage. Da arbeite ich mit, zu helfen, dass in diesem Projekt also der Störer am besten das Projekt verlässt. Ich biete ja immer an, ne, dass alle Menschen, egal wie sie drauf sind, wenn ein Ort von uns für sie nicht passt, aus irgendwelchen Gründen, dass sie auf jeden Fall zu mir kommen könnten, dass man versucht, wie weit man da im direkten Umgang miteinander kommen kann. Das gehört zu meinem Anspruch als existenzieller Schenker, dass ich mich da nicht irgendwie abkapsele oder ja, dass ich die Menschen an mich rankommen lasse auch. Also das ist das eine. Und auch andere Projekte von uns, da bin ich mit beschäftigt. Im Moment steht ein anderes Projekt in Mecklenburg-Vorpommern
Steht sogar jetzt etwas leer, weil der Projektverantwortliche sich tollerweise mit auf idealistische Abenteuer-Tour eingelassen hat und ist jetzt schon mal als Vorbereiter ein Stück weit auch in Berlin. In Berlin spielt sich ja aus meiner Sicht das weltweit wichtigste Projekt ab, was ich da versuche auch zu koordinieren, nachdem die Querdenker es ein Stück weit aufgegeben haben, weil zu viel Chaoten kämen, zu wenig gute Orga-Leute. Ich meine, auch zu mir wollen viel mehr Chaoten kommen und auch die jetzt nicht so viel, wenn es nicht nette Partygelegenheit gibt. Auf jeden Fall kommen nur ganz wenige solide Orga-Leute, mit denen man da in Berlin das Widerstandszeltcamp gegen die Willkürmaßnahmen der Regierung jetzt fortsetzen könnte, weiterentwickeln kann auch. Gut, aber immerhin, einer von uns ist dann da jetzt schon mal vor Ort, also einer meiner engen Verbündeten, mit denen ich plane. Und es sind auch andere Leute da, also 2, 3, 4, die sich als Orga-Team ja ein Stück weit verstehen für dieses Zeltcamp. Also es ist nicht nix, ne? Es sind auch 2 Orte, private Gärten, in die wir da flüchten konnten, nachdem der Staat mit haarsträubenden Willkürargumentationen da nichts mehr zugelassen hat, auf öffentlichen Plätzen. Ja, ich selber habe übrigens auch am Rande bemerkt zu tun, wie damit, dass die Ämter versuchen, mich anzugreifen mit Meldeerforderlichkeiten und Ausweisfrage und so. Da fällt mir ja jetzt noch ein, dass ich da auch was für tun muss, bevor ich am Montag oder Dienstag mal wieder mit Familie auch auf Projekte-Rundreise gehe. Und wir natürlich dann auch am Ende dazustoßen werden, oder als Wichtigstes dann dazustoßen werden in Berlin, wo ja ein paar mehr Demos jetzt im August auch stattfinden werden sicherlich und gucken werden, was ist da machbar bezüglich Zeltcamp-Entwicklung. Ja, und morgen, deshalb bin ich auch noch hier die ganze Zeit und nicht so viel in Berlin, morgen findet hier bei uns im Haus eine Generalversammlung einer Genossenschaft statt. Habe ich auch ja schon öfters von erzählt. In dieser Genossenschaft tobt der offene Kampf zwischen Willkür, Strategien und offener, freier Argumentekultur. Und das ist keine Sache mehr von Monaten. Also da gibt es jetzt auch Gerichtsprozesse und sowas, die gegeneinander ein Stück weit in die Gänge gekommen sind auch. Also ich gehe sehr davon aus, dass sich das in absehbarer Zeit entscheidet, dieser Kampf zwischen den Kulturen. Und morgen wird da eine ganz wichtige Generalversammlung hier bei uns in unserer ganzheitlichen Bildungswerkstatt Lilitopia in Stadtallendorf stattfinden. Ja, das ist das, wo ich so engagiert bin. Gleichzeitig auch eine Initiative hier, also was Corona-Geschichten angeht, versuche ich da an manchen Stellen mit einzuwirken. Unter anderem aber auch bin ich jetzt hier bei einem Kreis, dem ich ein offenes Konzept vorgeschlagen habe für die Entwicklung einer freien Schule oder eines Freilernenortes. Ja, die Kinder sind ganz wichtig. Einerseits, um sie zu schützen jetzt in dieser Krisenzeit und andererseits auch, um darin den Hebel zu sehen, hey Leute, wacht mal auf. Wir müssen was anders machen. Und wenn wir da anfangen mit dem anders machen, ich habe diesem Freilernerkreis auch gesagt, liebe Leute, lasst uns hingehen und ein ganz offenes Konzept machen. Nicht, wir legen uns schon wieder fest auf diese oder jene Lerntheorie, Montessori, Waldorf, was auch immer, sondern wir gehen da mal ganz offen an die Sache heran. Also ich persönlich neige sehr zu solchen Vorstellungen wie vom Pädagogen Leppe oder die Stettinenschule. Aber egal, dass man erstmal einfach sagt, wir lassen das offen, wir gehen da mal ganz frei und offen an die Entwicklung heran, was da wachsen mag oder was sich dann auch als Bestes erweisen mag. Und auch, wie sich die Rahmenbedingungen verändern, also was wir vielleicht dann gar nicht mehr machen dürfen, also oder was der Staat alles da an Rahmenbedingungen setzt. Und wie man darauf strategisch antworten kann, also ob man dann wirklich hingeht und versucht, eine richtige offizielle oder formelle Schule zu bilden, na, wie auch immer.
Also da habe ich gesagt, lasst uns einfach bei dem Grundsatz bleiben, wir fangen an, bezüglich Lernkonzepten, Strategien und so weiter, kann alles auf den Tisch kommen bei uns und wir denken da offen drüber nach und überlegen dann, was am richtigsten sein kann. Also im Prinzip habe ich da auch wieder versucht, die freie Argumentekultur als Grundprogramm reinzubringen. Hoffe, dass das was bringt. Ne? Ich meine, es ist immer erschreckend, wenn man sieht, mit wie wenig Leuten, also jetzt in so einer Krise, wie sie jetzt mit Corona verbunden ist, man sowieso müssten mehr Leute an Dinge schauen. Das steht dann mal außer Frage und müssen wir frustriert zur Kenntnis nehmen, dass es nicht so ist. Aber wie wenig Leute mit ihren Kindern dann kommen und sind dann da und sagen, ja, mit uns kann man jetzt was machen. So, also es ist noch nicht mal die Angst ist ein wichtiges Ding. Was passiert uns, wenn wir uns so trauen, wenn wir uns vorwagen? Aber in allermeisten kommt es gar nicht dazu, dass die Angst behemmen muss, weil die Kleingeistigkeit und dieses angepasste Lemmingeverhalten sie davon abhält. Also da bin ich mittlerweile sehr sicher, dass die Leute heutzutage nicht, wie man im Mittelalter so nannte, die Folterinstrumente vor die Nase gehalten bekommen. Das wirkt auf sehr oberflächlicher, abgeflachter Ebene, dass die Menschen so Sorge haben. Ja, oh, wenn ich jetzt nicht angepasst mitmache, und was passiert denn dann? Und am besten gar nicht erst drüber nachdenken, wie man es anders machen kann. Ja, also das, was man den Menschen zeigen muss, ist heute sehr abgeschwächt schon wirkungsvoll. Also die abgeschwächten Mittel sind aber schon stark wirkungsvoll. Ja, das dazu, zur Projektrundreise gehört natürlich, also was ich schon ganz wichtig finde, dass wir in Schenker-Bewegung ja ein paar Orte aufgebaut haben, wo solche Zufluchtsorte, solche Reservate für natürlich lebende Menschen und freiwillig gesamtverantwortliche Menschen, also das, wo Dylan und ich uns immer wieder fragen, wo sind sie denn oder inwiefern ist der Mensch überhaupt fähig zu sowas, aber ein paar Reservatgelegenheiten, so Orte, wo sowas sein könnte, haben wir immerhin ja geschaffen und bieten wir an. Wieder an alle Zuhörer. Hallo, hallo, denkt mal kurz drüber nach. Was wäre es denn, wenn ihr euch mal einfach frei hinsetzen würdet und würdet in eurem Hirn sagen, so, jetzt wird die Tafel mal freigewischt. Wir überlegen jetzt mal, was wäre denn das Schönste, was wir aus unserem Leben machen können? Was wäre das Schönste, wie Menschen zusammenleben können? Wäre es das nicht wert? Also wenn man ohne Plan handelt, kommt auch nicht das raus, was dem Plan entsprechen könnte. Und am Ende des Lebens, wenn man zurückblickt, hat sich so einen schönen, offenen Lebensplan, einen Traumplan nicht gemacht. Dann kann man ihn auch nicht mehr machen. Also und das ist ja etwas, was nicht leicht beängstigend sein muss. Man muss ja nichts draus machen. Aber sich hinsetzen und sich einfach ganz frei überlegen, wie wäre mein Leben, mein inneres Leben, mein Gemeinschaftsleben, mein Engagement in der Welt, wie wäre das denn am schönsten, am erfüllendsten? Das sollte man tun, statt es völlig ungenutzt zu lassen, diese Chance des Lebens auszuschlagen. Prüft's mal, liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, ob es das nicht wert wäre. Ich meine, wenn ihr das ehrlich macht, dann kann uns das zusammenführen. Also mit Dylan, mit dem Louis, der zwischendurch hier mit dabei war, mit mir, habt ihr Menschen, die sagen, das ist für uns das Ein und Alles, dass wir frei und offen denken können, unseren Visionshorizont aufklappen können. Das ist etwas anderes als ein Milliardärskonto oder ein Lottogewinn. Okay, das sei es mal für den Moment. Ich gebe dann wieder an den Film. Ja. So, ich hoffe, man hört mich gut. Ja. Ja, gerade was zuletzt gesagt wurde, da kann ich nur zustimmen. Ich bin aus der Naturwissenschaft ja heraus, hat man mich ja die verschiedenen Professoren, die alle ja eigentlich zusammenhangslos und ohne die gegenseitigen Ergebnisse zu kennen, aber da ich bei mir die Ergebnisse all der verschiedenen Professoren versammelt habe im Kopf sozusagen, war mir dann halt ganz klar, der Mensch ist eigentlich ein Lebewesen, das richtig glücklich nur sein kann in einer, wie ich sie ja nenne, urmatriarchalen, pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunensituation.
oder gar in einem ganzen entsprechenden Kommunismus. Was nichts zu tun hat mit diesen pseudosozialistischen und pseudokommunistischen Experimenten der Sowjetunion oder was auch immer das hat, das ist genau das Gegenteil eigentlich. Ne? Ja, aber diese Bonobo-Schenker-Kommunen, das ist aus meiner Sicht sicherlich da der einzige Weg, wirklich glücklich zu sein. Das Dilemma ist, dass der Kapitalismus mit seinen vorteilbringenden Irrtümern, mit seiner Gehirnwäsche und seinen Manipulationen uns einfach das ausgetrieben hat. Also der ist erstens uns so manipuliert hat, dass es relativ schwierig ist, das überhaupt hinzukriegen, nämlich nicht nur relativ, sondern extrem schwierig geworden ist, überhaupt eine friedvolle, liebevolle, pazifistische Bonobo-Schenker-Kommune über Matriarchale auch noch hinzukriegen. Und auf der anderen Seite muss man sagen, eben das nicht bewusste Arbeitsziel des Kapitalismus ist natürlich die Erzeugung des einsamen, kaufsüchtigen Singles. Und damit eigentlich die Psyche so durchzumanipulieren, dass sie letztendlich auch gar kein Interesse mehr hat an der Kommune. Es gibt zwar etliche Menschen, die durchaus in Kommunen leben, aber das sind doch verschwindend geringe Prozentsätze verglichen mit der Masse der Weltbevölkerung. Ja. Und dann gehe ich nochmal ein auf das, was Öffer vorher gesagt hat, nämlich, ja, mir persönlich ist ja alles recht, was zum Beispiel die Konzerne, die Nahrungskonzerne zum Beispiel dazu bringt, dass sie aufhören, damit weiterhin mein Leben zu ruinieren. Oder alles ist mir ja recht, was die Pharmakonzerne dazu bringt. Und wenn es jetzt zum Beispiel öff gelingen würde, mit den Pharmakonzernen ins Gespräch zu kommen und das zu schaffen, dass die dann sagen, ja, okay, ich komme alleine aus der Überzeugung, ich erkenne jetzt, dass wir nicht genügend Gutes tun, sondern dass wir sehr viel Schlechtes um des Profites willen getan haben. Ich komme da jetzt zu einer Selbsterkenntnis, zu einer besseren Selbstwahrnehmung, zu einer besseren Selbsterkenntnis und erkenne, nein, da haben wir uns was vorgemacht, wir müssen jetzt mal wirklich das Gute tun. Auch wenn das vielleicht eben dann deutlich weniger Profit bedeutet oder sogar vielleicht ja eigentlich sehr schlechte Marktchancen dann bedeuten könnte. Ja? Aber wie gesagt, mir als Mensch, als Wählerin ist alles recht, was die Konzerne, die Pharmakonzerne, die Impfkonzerne, die Medizinkonzerne, die Nahrungskonzerne und so weiter dazu bringt, endlich aufzuhören, weiterhin mein Leben zu ruinieren, das ist mir ja recht. Und bei uns ist ja so einfach nur so, weil wir sehen, wie schwer es ist, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Deswegen haben wir diese Hilfsmittel entwickelt, dass wir sagen, wir schütten Verdienstzuschüsse aus für bewiesenes Gutes tun, messen eventuell mit der Wohlfühlstimme, den Gesundheitsdaten und den Langlebigkeitsdaten, messen, ob eine Firma ihren Kunden, Mitarbeitern und Anwohnern überhaupt wirklich gut tut oder eher Schaden zufügt. Und setzen danach, berechnen daraus heraus dann die Verdienstzuschüsse. Und ja, das ist eben eine Notlösung, weil die andere so schwer vorankommt oder nicht so leicht ist. Aber vielleicht, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, gelangen wir auf dem Weg über die Lenkung durch positive Anreize hin zum Gutes tun, sodass Gutes tun dann auch Marktvorteile bringt. Also das ist ja das Wesen der Gemeinwohlökonomie von Christian Felber. Also bei der Partei, die kompetente Partei des Gemeinwohls,
geht es ja auch um diese große Diskussion, die berühmte Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, wo jetzt letztens wieder, wo er einen großen Vortrag hatte bei einer Volkshochschule. Diese Volkshochschule hat auch großes Interesse bekundet, uns einzuladen. Ob es nun Realität wird, habe ich so meine Zweifel, weil der Christian Felber wird überall bei den Volkshochschulen und so weiter eingeladen, weil er eben so auch so stramm linksradikal denkt und wir eben nicht so stramm linksradikal, sondern nur bodenständig links denken, und das ist manchen dann wieder nicht extrem genug. Ja, er hatte also bei dem Vortrag der Volkshochschule wirklich solche Dinge gesagt, wie, da kam wieder als Ergebnis raus, dass das Einkommen der bestverdienenden Person quasi nur monatlich das 10- bis 20-fache, also ungefähr 10.000 Euro, 20.000 Euro umfassen würde. Das wäre natürlich vielen Leuten zu stramm egalitär und zu stramm marxistisch, weil gucken wir mal, wie viel Milliardäre auf der Welt, die pro Monat also einen Zuwachs ihres Geldes haben, von, was weiß ich, in die Millionen gehende, was würden die machen, wenn ihnen in Deutschland quasi eine absolute Obergrenze gesetzt würde und alles andere weggesteuert würde von 10.000 bis 20.000 Euro im Monat? Da würden die sagen, ja, tschüss Leute, ich bin hier der fähigste Unternehmer Deutschlands, ich leite, was weiß ich, oder mir gehört, oder ich leite BMW, Audi, Mercedes, und was auch, Volkswagen und so weiter. Und mit meinen Fähigkeiten kann ich in jedem Land der Erde pro Monat Hunderttausende, sogar Millionen verdienen pro Monat. Warum sollte ich das nicht tun, wenn ich doch noch nicht sehe, ob dann überhaupt wenigstens in Deutschland ein viel glücklicheres Leben dann wirklich entsteht, als das, was ich mir mit Geld kaufen kann. Ne? Und da ist eben der Punkt, das könnte schwierig sein. Und diese Gemeinwohlökonomie ist aber gerade deswegen so beliebt, weil sie genau solche Träume und Fantasien befriedigt. So einfach mal eben den Reichen ihren Großteil ihres Geldes wegnehmen zu können durch diese Einkommensbegrenzung und sozusagen in der Illusion mal so ein bisschen zu träumen, in dem Wunschtraum, die würden sich das auch noch gefallen lassen, ohne abzuwandern, ohne auszuwandern, ohne ihr Vermögen mitzunehmen, ihre Arbeitsplätze, ihre Fabriken, ihre nicht die Gebäude, aber die Maschinen mitzunehmen und so weiter und das mit ein paar Millionen Investitionen abzutransportieren nach Polen oder nach Ungarn oder sonst wohin. Ja, das sind so Träume, die hören viele Leute gerne, und wir sind da wahrscheinlich viel zu realistisch für so eine Volkshochschule, wo solche Träume geträumt werden. Ne? Und ja, aber eben, mir ist alles recht, was uns diesem Ziel, dass die Firmen mir Gutes tun. Denn ich erlebe das ganz direkt. Da ich ja Selbstwahrnehmung und alles gelernt habe, ja, erkenne ich auch, dass das Leben im Kapitalismus die Hölle ist, verglichen mit dem, was eigentlich sein könnte. Natürlich ist das Leben im deutschen Kapitalismus, da gibt's viel schlimmere Länder, in denen das Leben in deren Kapitalismus im Moment noch viel schlimmer ist als das in Deutschland. Aber wenn ich vergleiche den urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus, also unsere genetische Natur, mit dem deutschen Kapitalismus, dann sage ich, dann ist das armselig. Ja, das Leben im deutschen Kapitalismus ist armselig verglichen mit dem, was wir eigentlich genetisch wahrscheinlich konstruiert sind, nämlich für den urmatriarchalen pazifistischen Bonobo-Schenker-Kommunismus. Ja, aber eben, ich wollte noch weiter vorlesen aus dem Forum, ne, was ich da geschrieben habe, nämlich, dass mir natürlich auch noch immer ein anderer Punkt immer als naturwissenschaftlicher Denker immer wieder in den Sinn kommt. Also erstens hatte ich ja gerade eben geschrieben, dann, also man hat mich so ausgebildet, dass es nicht ausgeschlossen sein könnte, dass die Menschen eine biologische Grenze haben könnten, jenseits derer alles nur als nicht interessierend und fremd links liegen gelassen wird.
diese Möglichkeit, ja, er versucht, dass die Menschen aufhören, das ferner Liegende wirklich links liegen zu lassen, sondern da wirklich Verantwortung für zu empfinden und zu fühlen und auch zu tun, ja, zu praktizieren, verantwortliches Handeln. Und dann habe ich geschrieben, andererseits kommt mir auch immer wieder die Möglichkeit in den Sinn, dass bestimmte Sparten vorteilbringende Irrtümer manipulativ aussenden könnten, die den Menschen ein schlechtes Gewissen bezüglich ihrer Gleichgültigkeit gegenüber dem Entfernten machen, um sich an auf diese Weise moralisch erpressten Spendengeldern persönlich bereichern zu können. Dazu muss ich dann noch dazu sagen, dass wir in den letzten Monaten so einfach gesehen haben, dass die NGOs oft sehr wenig Interesse haben, in einen Austausch, in eine freie Argumentekultur zu kommen, wie der schnellste und beste Weg ist, zum Beispiel das weltweite Klimaproblem zu lösen, was wir nämlich glauben, ganz sicher glauben, wenn es gelöst werden soll, könnten wir es pragmatisch lösen. Ja, das ganze Klimaproblem. Aber das Interesse der NGOs war gleich null, darüber auch nur ins Gespräch zu kommen. So als ob unsere schlimmste Befürchtung zutreffen würde, dass es nur um Spendengelder geht. Und so nach dem Motto, wie alles funktioniert im Kapitalismus, solange die ganze Welt leidet und es der ganzen Welt schlecht geht, sind die Leute auch bereit, für die Rettung derselben zu spenden. Und wenn wir als NGOs eigentlich dann nichts wirklich tun, um die Welt wirklich zu retten, dann bleibt die Spendenbereitschaft auch möglichst lange bestehen. Und dann können wir die Leute besser abkassieren. Und das ist meine schlimmste Befürchtung, dass die NGOs also kapitalistische, profitorientierte Abzocke-Organisationen sein könnten, bei denen es darum geht, möglichst große Gelder einzusammeln und dann so, dass die Geschäftsführer sich dann möglichst hohe Gehälter bezahlen können und dann auch den Spendensammlern Gehälter bezahlen können und so weiter. Das ist jetzt unsere Sorge oder unsere Befürchtung, dass es leider so sein könnte. Denn es hat uns so total überrascht, wieso ein Angebot zum Beispiel das weltweite Klimaproblem kompetent durch den Weltrat und die Next Scientists for Future lösen zu lassen, warum das weder bei den Scientists for Future noch bei den Fridays for Future, am ehesten ist es noch getroffen auf eine kleine Gruppe von Vegans for Future, Veganer für die Zukunft, ja. Und ansonsten auf herzliches Desinteresse gestoßen ist, so nach dem Motto, was interessieren uns konkrete, praktische Reformkonzepte? Wir interessieren uns gar nicht dafür. Da. Ja, und jetzt nochmal zurück zu diesen vorteilbringenden Irrtümern und der Möglichkeit, der Denkmöglichkeit einer moralischen Erpressung von Spendern, wofür die Welt immer möglichst in einem schlechten Zustand sein sollte, damit die Spendenbereitschaft auch immer schön hoch ist. Also so nach dem Motto, in der Medizin, meine Ausbildung im Gesundheitswesen, jetzt fasse ich ja mittlerweile so zusammen, ich habe im Studium gelernt, Menschen, ohne dass es mir bewusst war, Menschen krank zu machen, krank zu halten, zu Dauerpatienten zu machen, zu Dauerkunden zu verwandeln und damit gutes Geld zu verdienen. Bis ich das durchschaut habe und dann damit aufgehört habe, weil ich das nicht verantworten konnte. Ja, und vielleicht ist es bei den NGOs genauso, dass die in erster Linie dazu dienen, die Welt und die Menschheit so krank wie möglich und so unglücklich und so leidend wie möglich zu machen, damit die Spendenbereitschaft hoch liegt und damit man die Menschen abkassieren kann und wieder kapitalistisch die größten Profite über den Spendenweg abzocken kann, sozusagen. Ja, das ist denkbar, das ist leider nicht unmöglich. Dieser Gedanke ist zumindest im Rahmen der freien Argumentekultur, der wechselseitigen Falsifizierungsversuche ein Denkmodell, über das man reden sollte oder eine Theorie,
eine Theorie der NGOs, über die man kontrovers diskutieren sollte. Ne? Und ja, und während zum Beispiel Öff-Öffs Schenkerbewegung von diesem Verdacht ja sehr weit entfernt ist, auf der einen Seite, weil dort überhaupt, denke ich, gar keine Spendengelder in dem größeren Sinne gesammelt werden und weil Öff-Öff ja auch quasi versucht, ganz ohne Geld und so weiter zu leben und ohne diese Verflechtungen in diesen profitsüchtigen Kapitalismus sozusagen. Aber auf der anderen Seite können solche Dinge ja auch ohne Bewusstsein ablaufen. Und deswegen habe ich dann weitergeschrieben. Und könnte es nicht so irgendwie sein, dass diese vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten, die so Spendenabzocke-Systeme sind, ja, dass diese auch die Psyche von Menschen infizieren könnten, die von den Spendengeldern gar nichts abbekommen, aber dennoch als Lobbyisten wider Willen diese vorteilbringenden Irrtümer weiter verbreiten beziehungsweise multiplizieren. Ja? Das ist eine interessante Frage. Wie weit, das ist jetzt wieder die Frage nach dem Selbsterkenntnisthema, also die Frage, die ich ja auch immer in die Runde stelle. Wo bin ich Opfer von vorteilbringenden Irrtümern? Wo bin ich, ohne dass es mir bewusst ist, vielleicht Lobbyist wider Willen für irgendwelche kapitalistischen Geschäftsmodelle oder irgendwelcher Sparten, ja, der Sozialsparten oder anderer Sparten oder der Gesundheitssparten? Und das ist eben der Punkt. Wie ist es? Könnte es sein, dass wir auch eben Opfer von solchen Manipulationen sein könnten, obwohl wir gar nichts abbekommen von den Spendengeldern, die die NGOs einsammeln und die Geschäftsführer sich dann einverleiben, großenteils oder zu relativ großen Teil. Ja, könnte es nicht sein, dass wir auch einfach vielleicht Manipulationsopfer sind, wenn wir eben diese Gedanken übernehmen, die uns diese Spendenorganisationen in die Köpfe bringen. Ich mache mal nur als ein Beispiel, weil ich noch ein bisschen Zeit habe. Als ein Beispiel zum Beispiel, es ist ja so, dass die Spendenorganisationen uns alle immer wieder klar machen, es sei gut und menschlich und anständig, Gelder zu sammeln für die hungernden Menschen in der Welt und dann eben nicht nur, was ja total sinnvoll ist, die hungernden Erwachsenen zu füttern, sondern auch alle hungernden Neugeborenen zu füttern, wodurch es ja dann auch wieder viele Neugeborene gibt, die dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch später wieder Hunger leiden werden und auch es nicht schaffen werden, ihre Kinder zu ernähren und so weiter. Aber die NGOs haben uns das beigebracht, dass es moralisch höherwertig ist, auch die hungernden Kinder zu füttern, weil sozusagen das über allem stehen müsse, immer alle zu füttern. Die Frage ist nur, ob man damit nicht nur das Leiden in der Summe vergrößert und die Hungergeschichte der Menschheit nicht einfach um weitere Jahrzehnte ins Unendliche hin verlängert. Und so, dass dann die NGOs immer wieder die Möglichkeit haben zu sagen, ja, es seht ihr doch, es hungern ja immer noch so viele Menschen. Und bitte kommt gar nicht auf die Idee, dass es deswegen wieder so viele hungernde Menschen gibt, weil wir den Müttern sozusagen die Babys ernährt haben und dadurch, dass wir sie ernährt haben, wieder die nächste Generation der Hungernden wieder entstanden ist in der Welt und so weiter. Darüber sollte bitte niemand nachdenken, sozusagen, sondern die Leute sollten wieder kräftig spenden und einen Teil der Spendengelder verwenden wir dann wieder für egoistische, kapitalistische Profitinteressen und den anderen Teil schicken wir zumindest alibimäßig wieder in die hungerleidenden Länder der Welt und gehen aber dann wieder so vor, dass wir nicht den Hunger an der Wurzel
beenden sozusagen, sondern immer wieder die hungernden Kinder füttern, damit die, auf dass die groß werden und wieder Kinder in die Welt setzen, die dann wieder hungern, wodurch die Leidensspirale unendlich verlängert wird. Ne? Aber ich habe das jetzt nur mal als Beispiel gebracht, dass da eben uns die NGOs bestimmte Moralitäten beigebracht haben, ja, während in der Natur herrscht ein Naturgesetz, das ist genau das Gegenteil. In der Natur herrscht das Naturgesetz, dass zum Beispiel jede Mutter das unbedingte Recht und Naturrecht hat, ein Kind direkt nach der Geburt auszusetzen, einschlafen zu lassen sozusagen. Moses wurde auf dem Nil ausgesetzt und so weiter. Dieses Recht der Mutter, die Emanzipationsbewegung hat das so formuliert, mein Bauch gehört mir, mein Neugeborenes gehört mir, ist das Naturrecht, ja? Und stattdessen gehen wir hin und sagen, nein, die Mutter hat dieses Recht des Aussetzens von Kindern, die sie nicht ernähren kann, dieses Recht sprechen wir ab. Und wir gehen hin und füttern die Babys, bis sie selbst wieder Erwachsene werden und dann wieder hungernde Kinder in die Welt setzen und so weiter. Auf das NGO-Geschäftsmodell der Welthungerhilfe weiterhin funktioniert. Ne? Und das sind so Dinge, darüber muss man kontrovers diskutieren, ja. Aber das ist eben die Möglichkeit, dass die ganze Weltbevölkerung manipuliert sein könnte durch diese NGOs, eine nicht wirklich grundlegende Lösung für das Hungerproblem in der Welt hinzukriegen. Und dass das eigentlich die Ursache für die Verlängerung des Hungerproblems ist. Denn wenn wir einmal den Müttern das Naturrecht geben würden, selbst zu entscheiden, ob sie Kinder haben wollen oder nicht annehmen, dann wäre das Hungerproblem innerhalb von 30 Jahren beendet auf der Erde, weil es das dann nicht mehr gäbe. Ja? Gut, aber das ist ein heißes Eisen, eine ganz heiße Diskussion, weil da alle moralischen Instanzen sofort sagen würden, nein, wir müssen natürlich die hungernden Kinder sofort füttern, damit die groß werden und dann wieder hungernde Kinder in die Welt setzen. Ne? Also insofern ist, meine Zeit ist um, deswegen lasse ich jetzt mal bei diesem Punkt sein und mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch eine Runde hin, aber mal sehen. Ich gebe weiter. Öff ist wieder dran. Meine Zeit ist um. Ja, danke schön, Dylan. Also von meiner Seite aus, weil wir reden immer intensiv und wir reden auch lange, die Zeit vergeht ja auch wie im Fluge. Aber ich denke, wir könnten es gut bei so einem Rhythmus von 2 Stunden ansetzen und es dann immer beim nächsten Mal weitermachen. Also gerne ja auch, dass wir solche Themen schon mitnehmen. Und deshalb reiße ich nur noch an, also jetzt hier als meinen Abschlussbeitrag. Ich glaube, es ist schlimm. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt kapitalistische Versuchung im Sinne, Spendengelder abzuzweigen. Ich glaube, es ist noch verheerender, warum bestimmte Argumente gar nicht zugelassen werden. Also wie wir es erlebt haben, wie du es erlebt hast bei den Scientists for Fridays for Future und wir beide es erlebt haben bei Extinction Rebellion im Forum hier, im deutschen Forum von Extinction Rebellion. Ja, und wie ich es auch live vor Ort hier in Köln bei der Kölner Gruppe Extinction Rebellion live ganz schrecklich erleben musste, dass da eingeladen wurde zur offenen Diskussion. Und als ich die offene Diskussion bringen wollte, habe ich quasi gestört bei der Spendensammelaktion mit der Spendenbüchse. Und dann wurde das rigoros unterbunden überhaupt, jede Diskussion. Also mag es da so sein, aber also im Forum von Extinction Rebellion in Deutschland ging es ja noch nicht mal um eine Spendenbüchse, die gestört worden sein konnte. Und trotzdem wurden bestimmte Fragestellungen gar nicht zur inhaltlichen Reflexion oder Diskussion zugelassen. Man geht sich gar nicht darauf ein. Man versuchte das mit äußeren formellen Einwänden oder persönlichen Angriffen wegzuschieben, sowohl sich richtig darauf einzulassen, was ich einbrachte. Also ich sehe uns ja so, Dylan, so in so einer Ergänzung auch. Wir wollen den Menschen an der Basis die verantwortliche, gesunde Steuerung wiedergeben.
Ich will das dadurch, dass sie überhaupt verantwortungsfähig steuern können, also diese Steuerungsfähigkeit in sich haben und durch freie Argumentekultur, also post-conventional level und freie Argumentekultur, diese Form von Basiskonsensdemokratie, Menschheitskonsensdemokratie, und du im wirtschaftlichen Bereich, also sehr stark auch mit der Wohlfühlstimme und so weiter. Und beides war ja wie ein rotes Tuch für die Leute, die da ansonsten überlegen, welche Ökomaßnahmen kann man jetzt wieder durchkriegen, was weiß ich, wie stark muss der Preis für CO2-Zertifikate werden und was weiß ich für Dinger. Da können die richtig abgehen und sich da reinsteigern und begeistert werden. Aber wenn man an solche grundlegendsten Wurzelfragen rangeht, wie ist es denn mit der Verantwortungssteuerung im Menschen? Wie ist es mit dieser wissenschaftlich belegten Verantwortungsreife, post-conventional level? Wie ist es mit freier Argumentekultur und einer politischen Steuerung, die jetzt wirklich auf Verantwortlichkeit gerichtet wäre? Da blitzt man ab. Oder im wirtschaftlichen Bereich halt, könnten wir nicht wirklich an der Basis danach gehen, was den Menschen gut tut, dass sie selber entscheiden lassen? Und all die anderen Scheinstrategien, sie zu versorgen, gut zu versorgen, dadurch entlarven und dadurch das Geld sparen, um auch diese Art von Klimarettung oder Naturrettung ausreichend durchzuführen. Also das wurde ja richtig allergisch weggeschoben. Also auch mein Ansatz, dass man für Entscheidungen auch Entscheidungsreife oder Verantwortungsreife bräuchte. Ich deute es nur an mit einem Bild, aber das wäre ein Thema wirklich, also woran liegt es, dass die Menschen da gar nicht ansprechbar sind, dass diese Grundthemen gar nicht gesehen werden. Halt noch einen Spruch vorweg, der das veranschaulicht. Wir haben oft bei Demonstrationen unserer Schenkerbewegung, haben wir ein Plakat aufgehängt mit einem Spruch, das hieß, wir sind so sehr mit dem Aufwischen von Wasserpfützen beschäftigt, dass wir leider nicht dazu kommen, den Wasserhahn zuzudrehen. Und das kann genauso irgendwelche Symptomarbeit in der dritten Welt sein, wie Symptomarbeit im ökologischen, wie Symptomarbeit im Bildungsbereich oder im Demokratiebereich. Man schafft sich dadurch eventuell endlose Beschäftigungstherapien, für die man noch Bezahlung oder Spenden kriegen kann, aber man setzt es ins Unendliche fort, weil man nicht an die grundlegenden Weichenstellungen, an die Wurzelfragen rangeht. Und deshalb, also nur als Behauptung. Dazu passt übrigens sehr gut, dass die Erdkarte eine Kollegin von dem einen Herrn abgesagt hat wegen gemeinsamer Talkshows und so weiter. Aber das passt für mich eben auch. Ich weiß nicht, was es da auf nicht bewussten Ebenen geht. Ich unterstelle jedem beste Absichten, aber auch bei der Erdkarte weiß ich nicht, was da psychologisch im nicht bewussten Bereich abläuft. Ja, da sollten wir beim nächsten Mal drüber reden, auch kritisch. Ich bin da ja engagiert in der Erdkarte. Und also ich stelle mal die Behauptung auf, es ist gar nicht mal so hauptsächlich das Geld, sondern es ist die Splitterlogik, in die man sich geflüchtet hat, um da mit Gewissensalibis das grundsätzlich verkehrte Leben verdrängen zu können. Und ich kann das veranschaulichen eben. Ich habe der Erdkaterbewegung vorgeschlagen, dass sie, so wie in der Erdkater inhaltlich eigentlich drin steht, einen wirklich neuartigen systemischen Ansatz verwirklichen könnte. Also wirklich ohne Korruption, frei nach Argumenten fürs Allgemeinwohl zu gehen. Und habe ihnen gesagt, dass es anfangen könnte, in den Konflikten auch innerhalb der eigenen Gruppe nicht nach irgendwelchen anderen Durchsetzungsmechanismen zu gehen, sondern eben nach den besseren Argumenten. Dass da eine Friedensagentur in der Erdkater-Bewegung eingerichtet werden könnte. Dass es auch nicht an Geld oder sowas an Menschen scheitern würde, weil da hätte ich ein paar und auch ohne Geld könnte man schon was machen. Reicht hier eine Ansprechperson? Ja, aber vielleicht wurde auch das genau deswegen nicht aufgegriffen, weil man müssen einfach überlegen. Ich habe nämlich den Eindruck gewonnen, dass diese Erdkater ein bestimmtes Geld von irgendwelchen Geldgebern bekommen hat für ihre Tätigkeit und dass die jetzt quasi sozusagen die Psyche so funktioniert, ja, in diesem ganz engen Rahmen machen wir unseren Job und kriegen dafür unser Geld und unser Gehalt
Und das wird dann bestimmt auch nochmal verlängert, weil wir das Problem ja auch nicht lösen und so weiter. Und dass die, solche Mechanismen da dann eine Rolle spielen könnten, dass dann zum Beispiel die Friedensagentur und die freie Argumentekultur, die würde eben auch bei der Erdkarte ja eventuell viel, viel zu konstruktiv auf eine Weltrettung rausgehen, wobei aber die Gelder eigentlich daran gebunden sind, dass das Problem erhalten bleibt. Ja, genau. Da sollten wir beim nächsten Mal eine eigene Sendung drüber machen. Da kann man dann auch mehr ins Detail gehen. Aber angerissen ist es. Ich sage nur ein Beispiel eben. Dann habe ich da in einer Talkshow auch gesessen bei der Erdkarte, was einem Talkshow, einem Talk, einem Online-Talk. Und habe wieder gesagt, ja Leute, wie sieht's denn aus mit der Friedensagentur? Also eine Frau fand die Idee ja doch ganz überzeugend und grundlegend, ne, dass das natürlich für die Erdkarte eigentlich gut passen würde. Und eine andere Frau meinte, nee, sie hätte da gar keine Lust, groß drüber zu reden und einige andere bestimmt auch nicht. Und sie wäre jetzt völlig ausgelastet, weil sie hätte jetzt einen Flüchtling mit bei sich zu Hause aufgenommen und wird sich ja um den kümmern. Und ich glaube, dass das so eben wirklich, ne, das ist dieses Wasserpfützen aufwischen, um nicht an den Wasserhahn ranzugehen. Man beschäftigt sich mit Splitteraktivitäten, man kann sich damit ohne weiteres auslasten. Man kann, wenn man aufs Einzelne schaut, auch sagen, oh, das ist doch eine gute Tat. Um die Systemfragen, die Strukturfragen nicht zu behandeln. Man will ein Gewissensalibi haben, um ansonsten, und ich sage das jetzt ganz direkt, das eigene Leben nach Willkürmotiven weiter gestalten zu können, statt wie es mit Post-Convention Level und freier Argumentekultur geschehen will, dass alles durchleuchtet wird. Wie sieht es denn aus mit der Sinnhaftigkeit und Verantwortbarkeit im Ganzen? Das los. Ja, also ich denke, da sollen wir nächstes Mal ausführlich drüber reden. Mein Beispiel war jetzt zum Schluss, dass da eine Frau war, die so eine Friedensagentur in der Erdkarte nicht gut fand, da gar nicht drüber reden wollte und sagte, sie wäre völlig ausgelastet auch, sie hätte einen Flüchtling jetzt aufgenommen. So kann man mit solchen Splitteraktivitäten, Einzelaktivitäten, äußeren Einzelaktivitäten, die für sich betrachtet auch gute Tat sein können und wo man sagen kann, ja, da tue ich doch was. Da kann man sich davon ablenken, die Systemfragen zu stellen, an die Grundstrukturen ranzugehen. Und das ist ein Riesenproblem, dass wir damit eben immer in diesen Mechanismus zurückfallen. Wir wischen Wasserpfützen auf und stellen den Wasserhahn nicht ab. Und das macht man mit Absicht aus meiner Sicht, nicht wegen Geldzahlungen direkt, sondern weil es diese Selbstlügen, die man sich auftischt, womit man die Grundsatzfragen verdrängt. Diese Lügen sollen erhalten bleiben können. Und das würde durch Dimensionen wie Post-Conventional Level oder freie Argumentekultur sehr unmöglich gemacht. Da würde das angekratzt. Deshalb ist das so tabuisiert, sind das so rote Tücher. Denn man will an der einen Stelle so als Splitter was Gutes tun, damit für den Rest des Lebens man sich das weiter nach Willkürmotiven aussuchen kann. Man sich in einem Leben etablieren kann, wo es nicht danach geht, was ist im Ganzen verantwortlich und was entspricht solchen Verantwortungsstrukturen, sondern da suche ich mir aus, was ich gern möchte. Und wenn es passt zur Verantwortung, ist ja gut, aber wenn es nicht passt zur Verantwortung, ja dann Pech für die Verantwortung, dann will ich es trotzdem. Diese Art, sich mit so einer Willkür-Etablierung im Leben einzurichten, die ist aus meiner Sicht das zentrale Motiv, was daran hindert, an die Wurzeln zu gehen und was schon das offene Gespräch darüber oft blockiert oder lähmt oder allergisch verdrängen lässt. Ja, aber das ist ein großes, wichtiges Thema. Wir haben es an manchen anderen Stellen und in vorhergehenden Gesprächen ja auch schon angerissen. Das lohnt auf jeden Fall, sich damit sehr genau zu beschäftigen und auch zu überlegen, wo können da weiterhin Hebelmöglichkeiten sein, um das aufzuknacken. Also die Erdkarte war ja für mich eine Anlaufstelle, weil die eigentlich ja diesen systemischen Ansatz hat, dass man einen Verantwortungskonsens der Menschheit herbeiführen müsste und mit Menschheitsfamilie und mit der Vorstellung der gemeinsamen Kommunikation, Konsenssuche für Verantwortlichkeit.
Das ist nicht, jeder von uns macht jeden Tag eine gute Tat und wir reden nicht weiter drüber, wie da die Verantwortungszusammenhänge entstehen können. Insgesamt. Nein, eigentlich ist das der Grundansatz der Erdkaterbewegung. Und da dürfte das eigentlich nicht abgewiegelt werden mit so Splitteraktivitäten. Ja, trotzdem hat auch da im Moment nicht funktioniert. Also es heißt immer noch, das geht noch, also meine Vorschläge gehen auch mal wieder jetzt in die Vorstände und werden da besprochen. Zwischendurch war schon eine Frau ganz hart am Rande, dass sie sagte, ja, das ist so überzeugend, sie würde sich dann wohl, also war eine aus den Leitungsgremien, sie würde sich dann da wohl als Ansprechperson in diesen Leitungsgremien bereit erklären, wenn andere vor allem auch freiwillig so mitarbeiten, um so eine andere Problem- und Konfliktlösungsstruktur wie Friedensagentur mal experimentieren zu können. Habe ich dann aber auch jetzt seitdem nichts mehr von gehört und ja, bin gespannt, ob da Vorschläge von mir, ich habe denen das mit Vernunftargumenten und mit Zitaten aus der Erdkarte. Ich habe zwei Beschreibungen gegeben. Das eine ist die unabhängig vernünftige Beschreibung, warum eine Friedensagentur so als Grundschiene nötig ist. Und ich habe es mit Zitaten, reinen Zitaten aus der Erdkarte belegt, dass so etwas da passend wäre. Bin gespannt, ob da der Bedarf den Leuten ja so deutlich wird, dass sie das dann in irgendeiner Form zulassen. Also es ist schon beeindruckend, was das für ein Problem ist. Wir sollten das beim nächsten Mal von mir aus gerne mal zum Themenschwerpunkt machen. Ich sage damit Tschüss für heute. Ich umarme dich durchs Telefon. Auch jeden der Zuhörer, der möchte, herzlich gerne. Fühlt euch umarmt durchs Telefon. Namaste. Ja, und dann versuche ich auch, dass wir für heute das Ende finden, nämlich indem ich nur sage, eines der zukünftigen Themen an späterer Sendung könnte auch sein, dass man mich ja eben so ausgebildet hat, dass also ich dann zu der Erkenntnis gekommen bin oder zu der Überzeugung gekommen bin durch diese Ausbildung, dass unser kapitalistisches System eine künstliche Überbevölkerungstendenz erzeugt hat, während zum Beispiel Bonobos im natürlichen Kontext, die Kalahari-Buschleute in Afrika, eigentlich eine Tendenz haben, ihre Gruppengröße fast völlig konstant zu halten. Nur dann, wenn wirklich irgendwo ein völlig frei verfügbarer neuer Lebensraum zur Verfügung steht, dann wird die Geburtenzahl etwas höher sein. Aber bei uns ist ja so, dass wir wirklich die Menschen so durchmanipuliert haben, dass es im Prinzip so ist, dass sogar in den ärmsten Gebieten der Erde praktisch die Frauen fast jedes Jahr ein Kind bekommen und das führt zu einer potenziell unendlichen Überbevölkerung der Erde und dass man eben auch das zum Thema machen muss und sich überlegen muss, dass natürlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir in Deutschland zum Beispiel Verantwortung über die Welt nehmen, aber die Weltbevölkerung irgendwann bei 20 Milliarden Menschen liegt und wir dann sagen, okay, bitte, wir müssen allen helfen, also bitte alle 20 Milliarden, die 10 Milliarden, die in Not sind, bitte nach Deutschland kommen, das ist einfach da uns an Grenzen bringen könnte. Und auch darüber müsste man mal reden, dass es ist ja sozusagen der Wahnsinn der Überbevölkerungstendenz ja auch unbedingt bearbeitet werden muss und zum Thema gemacht werden muss. Denn bei einer potenziell jedes Jahr jede Frau auf der Erde ein Kind, gerade in den armen Gebieten, ja, das würde irgendwann jede Fürsorglichkeit und verantwortungsvolle Fürsorglichkeit aus meiner Sicht an absolute Grenzen bringen. Ja? Ja, das also es gibt ja auch den Spruch, dass wenn wir aus Deutschland Kalkutta machen, dann wird Deutschland ein zweites Kalkutta, aber das Problem in Kalkutta ist damit nicht gelöst. Ne? Ja. Also von mir aus vertagen wir auf die nächste Woche und das sind spannende Themen, die da zur Diskussion stehen. Ich habe es ja im Forum da einiges da angerissen diesbezüglich. Und ansonsten möchte ich abschließend den Wählerinnen nochmal den Optimismus bringen. Ja, diese neue Partei ist unsere große Chance.
machen Sie mit, melden Sie sich, machen Sie mit, werden Sie Vorstandsmitglieder und so weiter. Und lassen Sie uns dann die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche praktizieren. Laden wir alle möglichen Kritiker unseres Ansatzes ein und die anderen Konzeptionen ein, sodass es dann eine kontroverse Diskussion geben kann, wie sie auch zum Beispiel, auch wenn sie noch so ein bisschen problematisch war, zum Beispiel mit Dr. Heide Göttner-Abendroth war, mit ihrer Vorstellung von modernem Matriarchat und dann diskutieren unsere Vorstellung, also meine Vorstellung vom Urmatriarchat im Kontrast. Solche Diskussionen können die Sache immer voranbringen, solche kontroversen, wechselseitigen Falsifizierungsversuche. Ja, also von mir aus können wir gerne aufs nächste Mal verschieben und was sagst du, Öffe? Ich gebe weiter. Ja, sicher. Ich habe ja schon alle umarmt, ne? Zum Abend nochmal. Und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Alles klar, ich drücke die Aufnahme auf Stopp. Die wird also um 21 Uhr, 22 Uhr wahrscheinlich im Netz zu finden sein. Ne? Tschüssi, bis bald. Ciao.